Soll ich schon den Bildschirm teilen, Yvonne? Das kannst du machen, genau. Okay. Ja, so, da sieht man was. Und wenn du auf Vollbild gehst, dann siehst du mich nicht mehr. Aber die Zuschauer sehen dafür umso besser deinen Bildschirm. Ja, ich mache hier noch meine Präsentation. Ah, Moment. So. Siehst du mich noch, Yvonne? Du bist zu sehen, hervorragend, ja. Genau. Ich bin jetzt wirklich auch noch. Ich gebe dir das Wort. Augenblick. Alles gut. So sieht es gut aus. Wunderbar. Gut, dann hoffe ich, wir kommen akustisch gut durch dieses Schuljahr der Nachhaltigkeit zusammen. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Projekt aus Hessen. Das Schuljahr der Nachhaltigkeit ist eine Maßnahme des Hessischen Umweltministeriums und unser übergeordnetes Ziel ist die Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Grundschulen. Ja, bevor ich jetzt viel zum Projekt sage, gehen wir einfach vielleicht mal in so eine Schulklasse und gucken, was die so aus dem Schuljahr der Nachhaltigkeit mitgenommen haben. Da sagt zum Beispiel eine Schülerin, ich möchte nicht tauschen mit den Kindern, die den ganzen Tag arbeiten müssen oder Bälle nähen müssen. Da gehe ich lieber in die Schule, auch wenn ich den ganzen Tag Mathe hätte. Das ist ja schon mal ein Statement. Ja, im Schuljahr der Nachhaltigkeit lernen die Grundschulkinder, was nachhaltige Entwicklung in ihrer Lebenswelt, aber auch in der Lebenswelt von anderen Kindern rund um den Globus bedeutet. Ein anderes Kind resümiert, so einfach ist CO2 zu verringern. Ich muss nur anstelle vom T-Shirt im Winter im Wohnzimmer einen Pulli anziehen, die Heizung 2 Grad runterstellen, dann ist es genauso warm und ich habe CO2 gespart. Ist eigentlich einfach zu machen. Das ist ein wesentliches Ziel im Schuljahr der Nachhaltigkeit, dass wir Schülerinnen und Schüler befähigen, nachhaltiges Handeln über den schulischen Kontext hinaus in ihrem eigenen Alltag zu verankern und somit ihren kleinen, aber bedeutenden Beitrag zur Transformation der Gesellschaft im Sinne der Agenda 2030 zu gestalten. Ja, und nicht nur die Kinder und Schülerinnen und Schüler lernen was im Schuljahr der Nachhaltigkeit. Eine Lehrerin hat direkt Handlungen ergriffen und berichtet, mein Mann und ich haben ein Auto verkauft, gehen in Unverpacktläden einkaufen und sind größtenteils mit dem Fahrrad unterwegs. Und wir stellen fest, es tut uns ungemein gut, so zu leben. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, wo haben die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, diese Erkenntnisse gewonnen, nämlich in unseren Lernwerkstätten des Schuljahres der Nachhaltigkeit. Das sind Unterrichtseinheiten, in denen die Grundschülerinnen und Grundschüler 4 Stunden lang fächerübergreifend zusammenarbeiten und auch mit ihren Lehrkräften intensiv arbeiten. Und Sie sehen hier, wir haben derzeit 8 Lernwerkstätten und die fangen an mit dem Thema Klimawandel und Klimaschutz. Es geht weiter über Energie, Ernährung, Ressourcenschutz. Es geht zur biologischen Vielfalt, Gewässer, Konsum. Und zum Abschluss steht ein Modul zum bürgerschaftlichen Engagement. Und wie Sie schon an den Farben und Symbolen erkennen, gibt es Ähnlichkeiten zu den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen. Natürlich wollen wir mit diesen Lernwerkstätten diese 17 Ziele unterstützen, sie helfen zu erreichen. Und gleichzeitig sind es aber auch Fachthemen, die bei uns im Umweltministerium in einzelnen Abteilungen intensiv bearbeitet werden. Und unser Ziel aus der nonformalen, der außerschulischen Bildung im Umweltministerium ist es, diese Fachthemen auch in Bildungsangebote, sowohl im außerschulischen, aber in Kooperation auch mit dem schulischen Bereich umzusetzen. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie funktioniert so eine Lernwerkstatt? Ich habe mal 2 Beispiele herausgegriffen. Und zwar die Lernwerkstatt Fair Play, Kinderrechte und Konsum. Hier erarbeiten sich die Kinder spielerisch, wie die Unterschiede im Alltag der Kinder weltweit sind. Und Sie ahnen es schon, das Zitat von ganz am Anfang kommt aus dieser Lernwerkstatt, wo die Kinder nämlich mit verschiedenen Spielen, zum Beispiel einem Kartenspiel, einem Brettspiel und weiteren Einheiten, schauen, wie sieht zum Beispiel eine Kindheit in China aus, wie sieht sie hier in Deutschland aus, sie vergleichen das. Sie schauen, wie die Herkunft, der Produktionsweg und auch die Arbeitsbedingungen für Spielfiguren aus Kunststoff sind, nehmen dabei den fairen Handel in den Blick und schauen dann auch übergreifend auf globale Gerechtigkeit. Und es ist wichtig dann für die Kinder zum Abschluss zu sehen, spielen
gehört weltweit zum Alltag von Kindern oder sollte es zumindest gehören. Und Freizeit, Bildung, alles das sind verankerte Rechte aus der UN-Kinderrechtskonvention. Und es ist schön, dann mit den Kindern das auch zu thematisieren, was das für sie heißt und dass sie da verbriefte Rechte eigentlich haben. Und dann kommen wir von dieser globalen Ebene aber auch wieder auf die ganz praktische Alltagsebene herunter, indem wir für das eigene Kinderzimmer, das eigene Zuhause, die Schule oder vielleicht auch den Stadtteil Handlungsoptionen gemeinsam entwickeln. Und da entstehen dann zum Beispiel Ideen wie eine Spielzeugtauschbörse. Und mit einer solchen sogenannten Handprint-Aktion, der Handprint steht ja für positives, nachhaltiges Engagement, endet auch jede dieser Lernwerkstätten, damit jedes Kind das Gefühl auch mit nach Hause nimmt, ich kann was tun und auch wirklich konkret was tun, also die Nachhaltigkeit gestalten kann, die Selbstwirksamkeit erfahren kann. Ja, eine weitere Lernwerkstatt ist der Aktionsbaukasten. Ganz kurze Unterbrechung meinerseits. Entschuldige, bei dir ist mit der Technik alles in Ordnung. Nur ein Hinweis ans Publikum. Der Vortrag, der eben davor lief mit den technischen Problemen, der fängt jetzt gerade auf dem Stream 4 an. Wer den nochmal sehen möchte, kann da hingehen. Danke, entschuldige bitte. Kein Problem, Yvonne. Danke dir für die Werbung in anderer hessischer Sache. Ja, nochmal zurück zu den Lernwerkstätten im Schuljahr der Nachhaltigkeit. Ich hatte ja eben gesagt, es gibt 8 insgesamt und den Abschluss bildet für alle Lernwerkstätten in der Regel der sogenannte Aktionsbaukasten. Der ist uns auch im Sinne dieses Handprints, dieses positiven bürgerschaftlichen Engagements, was ja auch die Kinder schon leben können, ganz wichtig. Da geht es nämlich dann wirklich darum, konkrete Nachhaltigkeitsaktionen zu planen und auch umzusetzen. Und das Selbermachen steht im Vordergrund. Und wichtig ist, das zum Abschluss auch, wenn man mehrere Lernwerkstätten durchführt, zu machen, weil man dann aus den verschiedenen fachlichen Lernwerkstätten wirklich die Einzelaspekte zusammenzieht, miteinander in Beziehung setzt und daraus dann eine gemeinsame Aktion entwickelt. Unter dem bewährten Motto global denken, lokal handeln, können dann Schülerinnen und Schüler ihre Projektideen sammeln und auch bewerten. Und anschließend kann ein kleines Projekt zum Beispiel direkt in der Stunde umgesetzt werden. Größere können dann vielleicht an einem Projekttag, in einer Projektwoche oder auch bei einer Aktion im Stadtteil, auf dem Schulhof, wo auch immer umgesetzt werden. Wichtig ist halt wirklich, dass die Kinder merken, nicht bei der Fülle der Fakten und der Themen und der erdrückenden Erkenntnisse, dass sie sich ohnmächtig fühlen, sondern dass sie wirklich sehen, ich kann einen kleinen, aber auch wichtigen Beitrag leisten. Wenn Sie jetzt noch mehr von diesen Lernwerkstätten kennenlernen wollen, dann empfehle ich Ihnen gleich dann im Anschluss den Workshop 98, 3 Projekte aus der hessischen Klimabildung. Da gibt es dann noch mehr zu den Lernwerkstätten Klimawandel, Energie und Ernährung. Ja, mit diesen Lernwerkstätten haben Sie sozusagen das Herz des Schuljahres der Nachhaltigkeit kennengelernt. Und diese Lernwerkstätten sind auch einfach in den Unterricht zu integrieren. Es gibt diese 8 Module, wie schon gesagt, sie sind alle für die hessischen Bildungsstandards für die 3. und 4. Klasse konzipiert. Sie sind alle mit kindgerechten und handlungsorientierten Methoden ausgestattet und sie schließen eben immer mit einem Handprint, mit einer konkreten Aktion. Und wie sieht das nun aus, wenn so eine Lernwerkstatt in der Klasse durchgeführt wird? Hier mal ein paar Eindrücke. Es ist ein Parcours aus Lernstationen, den die Kinder in Kleingruppen dann durchlaufen. Und an jeder Station gibt es jede Menge Möglichkeiten zu basteln, zu raten, zu lernen, sich auszutauschen. Das Miteinander diskutieren und reflektieren ist auch sehr wichtig. Und das Schöne ist, all die Materialien, die Sie für eine Lernwerkstatt brauchen, die stehen im Internet zum Download bereit. Jedes einzelne Arbeitsblatt für die Schüler, Handlungsanleitungen und auch Hintergrundinformationen für die Lehrkräfte und Bastelanleitungen für die einzelnen Stationen. Die sind nämlich so konzipiert, dass Sie mit Alltagsmaterialien aus Ihrem Haushalt, aus der Schule diese Stationen auch gut selber aufbauen können und dann umsetzen im Unterricht. Schön ist es natürlich, wenn Sie 4 zusammenhängende Schulstunden haben, um sie durchzuführen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man auch einzelne Materialien sehr gut einzeln in verschiedenen Unterrichtsfächern nutzen. Von daher sind Sie herzlich eingeladen, diesen Fundus an Materialien reichlich zu erproben und zu nutzen. Ja, kommen wir zum zweiten großen Bereich des Schuljahres der Nachhaltigkeit. Das ist nämlich Nachhaltigkeit als Aufgabe der ganzen Schule.
Wichtig ist uns, dass BNE an der Schule insgesamt verankert und verstetigt wird. Und dabei meinen wir nicht nur im Unterricht, sondern wirklich auch im gesamten Schulleben, im gesamten Schulbetrieb. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Und da sind wir natürlich auf der Linie dieses Whole Institution Approaches, den Sie als einen der 5 Prioritätsbereiche aus dem globalen BNE 2030 Programm und dessen Vorläufer auch schon kennen. Und er ist natürlich auf die Schule dann umbenannt in den Whole School Approach. Und wir haben hier für uns im Schuljahr der Nachhaltigkeit diese 6 Bereiche definiert. Zum einen das Ressourcenmanagement und die Bewirtschaftung, die Schulentwicklung, Kooperation und Vernetzung, Projekte, didaktische Prinzipien und Partizipation und Wertschätzung. Und ich denke mal, so unter dem Bereich Ressourcenmanagement, Bewirtschaftung können Sie sich alle gut was vorstellen. Da geht es natürlich um die Verringerung des Footprints, des Fußabdrucks bei der Beschaffung von Materialien, dem Energieverbrauch in der Schule. Aber die anderen 5 Bereiche sind eben auch sehr wichtig. Und 2 möchte ich jetzt noch kurz exemplarisch vorstellen. Zum einen den Bereich Partizipation und Wertschätzung. Da kann man nämlich wirklich sehr schön überlegen, wie man auch das Demokratische an der Schule umsetzt, wie man die verschiedenen Gremien miteinander in Verbindung bringt und für eine gemeinsame nachhaltige Entwicklung an der Schule wirkt. Zum Beispiel die Schülerinnen- und Schülervertretung, die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte und der Schule, die Elternvertretung, aber auch die Kolleginnen und Kollegen der schulischen Sozialarbeit. Und dann ganz wichtig natürlich auch, die Nachhaltigkeitsgedanken zu kommunizieren, sowohl nach innen, in die Schulgemeinde hinein, als auch nach außen, in die Kommune zum Beispiel. Und was sich auch immer anbietet, ist, an Wettbewerben, Auszeichnungen etc. mitzunehmen, um sich da auch nochmal zu zeigen und vielleicht in Netzwerken ausgezeichneter Schulen mitzuwirken. Ein weiterer Bereich ist die Kooperation und Vernetzung. Und das ist natürlich der Blick und die Perspektive, die wir als Umweltministerium von der außerschulischen, nonformalen Ebene aus haben. Wie kooperiert eine Schule auch mit außerschulischen Bildungsträgern für nachhaltige Entwicklung? Werden zum Beispiel Umweltzentren oder weitere außerschulische Lernorte mit einbezogen? Das sind ja oft lokale Bildungspartner, wie auch eine Weltinitiativen. Sind die Schulen vernetzt? In Hessen gibt es zum Beispiel 9 regionale BNE-Netzwerke, in denen sich die Schulen engagieren können. Es gibt explizit ein Schulnetzwerk Nachhaltigkeit Lernen in Hessen. Natürlich auch Unternehmen und die Kommune, ganz klar, meistens ja auch der Träger der Schule. Dann, was alle auch kennen, sind Städtepartnerschaften und internationale Kontakte. Und sowas ist auf jeden Fall immer wichtig, um zu schauen, wie kann Nachhaltigkeit im gesamten Schulkontext gelebt werden, der Whole School Approach. Und wie greifen jetzt nun diese beiden großen Bereiche der Lernwerkstätten und der Whole School Approach im Schuljahr der Nachhaltigkeit ineinander? Dazu hier ein kleiner Ablauf und die Bausteine. Das Wesentliche ist, dass man vielleicht am Anfang erstmal schaut als Schule, wo stehen wir denn mit der nachhaltigen Entwicklung? Oft gibt es ja schon viele kleine Initiativen, einzelne AGs oder Lehrkräfte oder auch der Schulleitung. Was kann man dann tun, um sich weiterzuentwickeln? Und da bieten wir im Schuljahr der Nachhaltigkeit auf jeden Fall Teamfortbildung für Lehrkräfte an, um sich mit den ganzen Themen auch für dann die Umsetzungsebene didaktisch, methodisch, kommunikativ auseinanderzusetzen. Dann ein großer Punkt, wir haben es angesprochen, die Durchführung der Lernwerkstätten. Die kann man selber als Lehrkraft, als Schule durchführen oder auch personengeleitet von außerschulischen Bildungsmultiplikatoren in Anspruch nehmen. Dann ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch der Austausch, wie eben angesprochen, innerhalb der Schule, aber auch die Vernetzung der Schulen untereinander und Erfahrungsaustausch, um voneinander zu lernen. Und was das Schuljahr der Nachhaltigkeit auch bietet, intensiv, ist die Beratung der Schulen. Da gehen wir individuell auf den Stand und auch die Situation der Schulen ein und helfen dann, unterstützen in Richtung nachhaltige Entwicklung im Rahmen des Schuljahr der Nachhaltigkeit weiterzugehen. Genau, jetzt haben wir schon viel von den Schulen gesprochen. Und das Schuljahr der Nachhaltigkeit ist auch kein neues Projekt. Es wird seit 2014 durchgehend in Hessen umgesetzt. Zunächst mehr auf Pilotbasis als Modellvorhaben, aber inzwischen gehen wir auch schon richtig in die Verbreitung und die Verstetigung. Und unser Ziel ist, das hatte Silvia Fengler gerade zum Abschluss des vorherigen Vortrages noch angesprochen, in den nächsten 4 Jahren bis Ende 2024 120 Grundschulen, das entspricht ungefähr 10% der hessischen Grundschulen, zu erreichen.
und nicht nur zu erreichen, sondern die auch auf den Weg zu bringen, zu unterstützen, das Schuljahr der Nachhaltigkeit an ihrer Schule umzusetzen. Und es gibt eben schon erfahrene Schulen, die bereits seit Anfang an, ab 2014 dabei sind, die sich aber auch immer noch Schritt für Schritt, besonders im Whole School Approach, weiterentwickeln. Es gibt Schulen, die bisher zum Beispiel im Rahmen der Bildung, wie auch schon angesprochen und gleich nochmal im Workshop 98 ausführlicher erläutert, Lernwerkstätten durchgeführt haben. Und es gibt natürlich ganz neue Schulen, die wir auch herzlich einladen, noch beim Schuljahr der Nachhaltigkeit dabei zu sein. Ja, und jetzt habe ich viel davon gesprochen, was gibt es und welche Schulen und so weiter. Aber wer macht eigentlich das Schuljahr der Nachhaltigkeit in Hessen? Wie schon gesagt, es ist ein Projekt des Hessischen Umweltministeriums. Die Koordination und die Beratung haben wir aber beauftragt und haben dazu eine landesweite Koordinierungsstelle. Und die übernimmt die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung, der Landesverband Hessen mit Sitz in Weilbach, Flörsheim-Weilbach bei Frankfurt. Und dort wird sozusagen für ganz Hessen das SDN, das Schuljahr der Nachhaltigkeit, koordiniert. Dort werden Beratungen koordiniert, dort können die Schulen sich melden, es gibt Öffentlichkeitsarbeit von dort, Evaluation, Qualitätssicherung, was so eine Koordinierungsstelle alles macht. Darunter, daneben gibt es 11 regionale BNE-Zentren in ganz Hessen verteilt, wie Sie auf der Karte sehen, die lokal, regional die Ansprechpartner für Schulen sind, insbesondere auch für die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die wir nämlich für das Schuljahr der Nachhaltigkeit auch extra ausgebildet haben. Und die dann konkret Beratungsdienstleistungen oder Lernwerkstätten an den Schulen auch durchführen. Und diese Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, dieses Netzwerk setzt sich zusammen aus sehr erfahrenen Akteuren, die auch schon seit Beginn 2014 dabei sind und welche, die jetzt neu dazukommen. Und wir haben das große Glück, dass dieses Multiplikatorinnen-Netzwerk unter dem Dach der ANU auch schon ausgezeichnet wurde, nämlich als Netzwerk mit Auszeichnung von der Deutschen UNESCO-Kommission und dem BMBF. Das freut uns auch sehr. Ja, dort finden Sie also auf jeden Fall Beratung und Unterstützung. Und das ist die Struktur, die sozusagen das SDN in Hessen hat, damit es dann auch zum Erfolg kommt. Qualitätssicherung, ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir immer durchgehend auch verfolgen. Für die BNE-Zentren und die Multiplikatoren sind das Fortbildungen, wie schon angesprochen. Wir treffen uns jährlich zu einem Qualitätszirkel, um Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen, uns weiter fortzubilden. Es gibt die Möglichkeit des Coachings und der Hospitationen und natürlich wird auch das Projekt begleitend evaluiert. Für die Schulen wird auch evaluiert im Rahmen klassischer Fragebögen oder Interviews auf quantitativer und qualitativer Ebene. Und wir haben auch eine Auszeichnung zum Schuljahr oder zur Schule der Nachhaltigkeit. Und dann gibt es dieses Label, was Sie hier unten sehen. Und dann sind die Schulen Mitglied auch im hessenweiten Schulnetzwerk Nachhaltigkeit Lernen in Hessen. Und diese Auszeichnung der Schulen, die wird alle 2 Jahre vergeben. Es ist eben, wie auch schon angesprochen, eine 2-stufige Auszeichnung. Die Schulen, die sich beim Schuljahr, zum Schuljahr der Nachhaltigkeit auszeichnen lassen, haben große Teile des ganzen Programms absolviert. Und wer sich noch weiterentwickelt und auf dem Weg des Whole School Approach auch schon ein gutes Stück vorangeschritten ist, der kann sich zur Schule der Nachhaltigkeit auszeichnen lassen. Ja, wir planen für diesen Herbst wieder eine Auszeichnungsfeier. Im Moment noch digital in Planung, vielleicht ein bisschen hybrid. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Wir hoffen aber ganz, ganz sehr, dass wir bei der nächsten Auszeichnungsfeier 2023 dann wirklich alle wieder zusammenkommen können. Und für diesen Turnus sind Bewerbungen aller Schulen bis zum 23.08. diesen Jahres möglich. Und Bewerbungsunterlagen, Bildungsmaterialien, Informationen, Kontakt, das alles gibt es hier auf den aufgelisteten Webseiten. Alles auf der Seite der Hessischen Nachhaltigkeitsstrategie unter den verschiedenen Links. Und wenn Sie jetzt Schule sind, Lehrkraft sind, Schulleitung, Interesse am SDN, dem Schuljahr der Nachhaltigkeit haben, können Sie sich gerne bei der Koordinationsstelle der Angesprochenen melden, nämlich bei der ANU Hessen und dort bei Frau Carmen Meyer, die Sie jetzt auch gleich im Workshop 98 erleben können, und sich dort melden.
Wenn es aus der Reihe der Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen zum Strategischen, Strukturellen, zum Umsetzen und Aufsetzen zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft geht, dann können Sie auch gerne mich ansprechen. Ja, und dann freue ich mich. Danke fürs Zuhören und lade Sie herzlich ein zum Schuljahr der Nachhaltigkeit und stehe natürlich gern für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank. Angelika, vielen Dank. Das hat jetzt mit der Technik auch hervorragend geklappt. Und ich danke für die tollen Einblicke hier in Hessen ins Schuljahr der Nachhaltigkeit. Eine Frage noch. Wie strahlt es denn auf die anderen Bundesländer aus, eure Erfahrungen und so weiter? Gibt es da einen Austausch bundesweit? Also wir berichten natürlich in den bundesweiten Gremien auch über unsere Projekte, wie zum Beispiel dem BNE-Referententreffen der Umweltministerien. Und durch den Kontakt auch mit dem Kultusministerium strahlt das auch dann in den Kultusbereich natürlich aus. Wir haben auch Anfragen immer wieder aus anderen Bundesländern, wie das genau funktioniert, sodass wir da schon im Austausch sind und auch voneinander lernen. Okay, danke sehr. Dann jetzt noch die Frage, wirst du in diesem Spatial Chat, den wir anbieten, auch noch zur Verfügung stehen? Oder? Ja, okay, dann von mir auch nochmal der Hinweis, der Workshop 98, der startet jetzt ab 17 Uhr. Genau, und ansonsten im Moment sehe ich gerade keine weiteren Fragen. Nee, gerade nicht. Nee, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Einblicke und ja, ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag. Danke, Yvonne, und vielen Dank auch. Du machst das sehr souverän und ruhig. Das finde ich total beruhigend. Ich weiß nicht, wie aufgeregt ich bin und das ist das erste Mal für mich auch. Schickst du mir noch den Link zu diesem Chat? Zu dem Chat kann ich dir schicken, ganz genau. Das mache ich jetzt hier. Sekunde. So, ich habe 1000 Bildschirme, 1000 Fenster, jetzt muss ich ganz kurz suchen. Aber als wichtiger Link markiert. So, jetzt kommt es.